Ach, endlich mal ein Rennen. Ach nee, Markus. Ich kann auch nie Motorrad fahren. Das ist nicht schwer, glaube ich, das hatten wir schon mal. Das sagst du jedes Mal. Der erste, der vom Motorrad fällt, bin wieder ich. Wenn man wieder auf eine drauf landen will, ist mit der Kev. Sicher, dass wir das schon mal hatten? Ja. Wirst du gleich sehen. Meine Rennkarte ist platziert. Nein, ja. Ach, das. Wo du doch ganz kurz vom Ziel. Oh, ich werde gleich angeschoben am Start, ey. Was macht ihr da? Oh. Jetzt eine Steuerung. Was ist das? Ach so! Das ist alles? Scheiße. Scheinbar. Ich hab doch gesagt, es ist simpel. Oh! Oh, Alter! Oh. Oh, dieses. Ich finde das geil. Der kuschelt denn da so. Oh! Welche Runde sind wir eigentlich? Dritte. Wow! Oh! Dann hier sterben kann? Klar, wenn er runterfällt. Ja, wie denn? Du willst hier runterfallen. Stimmt ja wie möglich. Oh! Voll das Kopf an Kopf rennen hier. Oh! Alter! Ist da gerade einer runtergefallen? Nee, oh, Alter! Alter. Ich hab die Gangfahrt von außen gesehen. Ich hab jetzt bei mir gerade voll durch die Gegend geflogen, ey. Ich bin aber noch da. Ich bin gerade über ihn drüber gefahren, Alter. Boah! Oh, ich hab ihn brennen. Was ist das? Hey, ich bin Erster? Ich war Dritter. Alter, was ein Rennen, Alter. Hui! Oh, was für ein Rennen, meine Damen und Herren. Was für ein Rennen. Der Rückschau. Enrico ist wieder mal. Das war geil. Der Richard war, hat hier. Oh. Also das ist wirklich einer der geilsten Rennmaps, die ich je gefunden habe. Das ist einfach so geil. Tschu, 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 tschu. Oh. Ich feiere es hart. Achso, fortfahren. Okay. Fortfahren. Fortfahren. Oh. Das war der war gut. Oh Leute. Leute. Oh.
Okay. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch fit bin, ey. Ah, okay, in solchen. Mhm. Oh, ich bin so im Horror. Ah. Ihr drei gegen Max und mich. Team Haas on the spot. Mal wieder. Richard und Sexy Maki. Herzliche Soße hier, Richard. Im goldenen Lack T-Shirt. Oh, das ist ja cool. Was müssen wir eigentlich machen? Na, das ist wieder das mit den Leuten von der Dings runter. Weiß schon. Okay. Da vorne ist eine Rampe, da springst du drüber und oben auf der Plattform sind die drauf, die musst du runterschieben. Okay, die ist leichter als das. Mhm. Das haben schon viele gesagt. Oh, Sven. Upsi, Pupsi. Hab's gesehen. Upsi, Pupsi. Ey, hier fährt Militär rum, gell? Die schießen auf uns. Das ist wichtig und richtig. Ich wurde gerade von einem Soldaten angeschossen. Jetzt geht's rund hier. Uiuiuiuiui. Vorne. Oh, ich komme ja gar nicht so weit hoch. Ich bin gerade ganz knapp am Enrico vorbei. Du musst ja richtig Schwung hier nehmen. Ja, du kommst nicht mal rüber auf die andere Rampe wieder, ist total bescheuert. Alter. Schießt ihr auf mich oder auf die anderen? Jetzt mal ohne Scheiß. Das Auto war oben, da habe ich drauf geschossen. Ey, jetzt eine Bombenstimmung bei uns, ne? Mhm. Gerade unter uns. Scheiß Militär, das ist natürlich auch das Problem. Alter. Alter, der hat richtig getroffen. Jawohl. Wer ist da weg? So. Guten Morgen, Mauer. Der ist unter uns. Schweigel. Jetzt gibt's E-Sports Play hier. So, das wird leicht. Team Haas! Alles für Team Haas! Alles für den Dackel! Günther Steiner! Günther da seh ich mich! Steiner. Da seh ich mich! Nicht! Oder? So. Oder Max? Da seh ich mich! Ah. Das Millifair. Richard! Richard muss alles geben! Oh, Richard gibt jetzt alles. Alles oder nichts. Der Richard. Aus VKM. Oh. Alter. Also die Rampen sind irgendwie Müll hier auf der Map, muss ich mal sagen. Ist so. Okay. Jetzt aber Real Talk. Richard nimmt Anlauf. Das kommt davon, wenn die Distanz und Höhe zwischen Rampe und der Plattform nicht stimmt. Deswegen ist das so scheiße. Damn, ich kann machen, was ich will. Er kriegt ihn einfach nicht hoch. Hier, lass dir mal von Kev Tipps geben, da lebt er doch schon eine Weile. Hä? Das ist ja hier. Also ich sag mal, ich bin Richard, ich bin Team Haas-Fahrer. Ich bin Formel 1 da! Genau! Günther Steiners favorite driver! Komm! Junge!
Schade, so knapp. Wir hatten nicht geschossen. Einer muss nie geschossen haben, sonst hätte man getroffen. Ich hab einen Ball einen rein. Ich hab die jeden. Zwar geschossen, aber nicht getroffen. Nur Quartararo ist besser als Super Formel 1, oder? Ja. Jetzt aber. Oh. Also ein Olympia-Skispringer werde ich nicht. Aber mich wundert, dass noch keiner von uns Selbstmord begangen hat, ne? Und jetzt boing. Selbstmord begangen. So, jetzt nochmal. Richard. Das ist immer richtig Anlauf hier. Der letzte schon. Nee, vorletzte. Wenn er sich schlau anstellt, ist die vorletzte. Nee, 40 Sekunden. Richard aus Hamburg. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ja. Schaut in meinem Stream, dann wisst ihr, wer Richard ist. Richard! Oh, richtig hart. Schade. Leider zu hoch gezogen. So richtig hart. Ramsey Hartmann. Oh, Ball. Was steht auf deinem Ausweis? Ramsey Hartmann. Oder Christian Steifen. Gib alles! Uwe! So, jetzt Richard! Oh, nee. Ja, ich hab einfach keinen Druck gekriegt. Ne? Das ist einfach so. Gefällt mir nicht. Druck. Nicht genug Druck. Das kann jedem Mann in deinem Alter passieren. Einfach keinen Druck gekriegt. Das ist der. Gab's das überhaupt schon mal, dass ein Team von oben noch nie ein gestorben ist? Ja, wie gesagt, die Rampe hier werdet ihr gleich merken, ist total blöd. Du kommst. Also, stimmt, wer das wieder ausgewählt hat, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wer sich die Playlist ausgedacht hat. Ist ja, nö, mein. So ein Schrott. Kann man erzählen, nö. So ein Schrott. Der Richard. Aber jetzt muss der Richard hier mal zeigen, was Sache ist. Der richtig hart. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Club. Club, ja. Ja gut. Günther Steiner. Ist wahrscheinlich. Günther Steiner. Nicht gut, mit dem Flugzeug anzukommen. Ach, wer hat das Flugzeug auch? Sven! Kämpft jetzt von oben. Ja. Alter, das dauert aber auch 3 Stunden, bis der mal aufsteht, ey. Ah, totaler Müll, ey. Mir geht die Militärtypen mal ein bisschen auf die Eier. Digga, Alter. Das ist mir übertreibt's einfach mal voll, Alter. Anders mitgenommen, Alter. Max, ich hab dir mal eine neue Frisur verpasst. Da suchen die die ganze Zeit von Sword und Jigsaw und dabei ist er hier bei uns in der Party, weißt du? Alter, zerhackt das einfach mal mit den Rotorblättern, den Max. Na, Richard hat jetzt neue Haare. Ich will nicht sagen, aber der Handy war da. Ich dachte, Mensch, probierst du den mal aus? Beim letzten Map ging er auch schief, Kev, weißt du doch? Ja. Ich auch überlege, soll ich das einfach ein Flugzeug nehmen, aber ich kann sagen, komm, ich kann eh nicht fliegen, deswegen lassen wir es lieber. Das endet nur böse. Hat er dann trotzdem funktioniert irgendwie. Mit dem Auto drauf und dann passt das.
Aber erstmal da hochkommen, das ist natürlich das andere. Ach, war das mystisch. So. Wie viele Runden haben wir? Drei? Vier. Wieso weiß ich, dass das die jetzt anderen Urklein machen? Also ich sag mal so, das ist nicht unbedingt einer meiner Lieblings-Insurgent Maps, da gab's schönere wirklich. Oh, ich hab Morgus vergessen. Ui. Heli kommt. Ah ne, Flugzeug. Ja, das Flugzeug. Das haben wir drei Runden. Ja, da ist er schon. Nein! Mach das selber. Alter. Ich wollte einfach eigentlich ein 9-11 machen. Darüber macht man keine Witze. So. I know. Genau wie Topo. Schmacklos. So. Die Idee war nicht schlecht. Dann, liebe Markus. Markus ist nicht da mehr. Ne, doch, Markus ist noch da. Geil, Max ist ja tot. Ich hab Selbstmord begangen. Okay. Wie hält denn ein Sergeant aus? Der hat am Minimum jetzt drei von mir gekriegt schon. Von mir ja auch. Der muss einiges aushalten. Ich wundere mich, dass er so viel aushält. Also ich habe dem ja, also nicht drei direkte Treffer, aber zumindest daneben. Ein Ringer, bist du umgestorben? Ein Rico hat das gleiche gemacht wie du. Ja, tatsächlich. Ich bin der Einzige noch. Na gut, da haben wir die Runde verloren. Abwarten. Dass du direkt wieder so negativ bist. Er muss mich erstmal runterbekommen. Und das von ihm. Verdammt, das war halt eine blöde Idee. Egal. Was habe ich gesagt? Ja, du bist aber direkt so negativ. Du habt ja die Runde verloren. Ach komm, nächste Runde schaffen wir es. So, was nehmen wir diesmal für ein Flugzeug? Also Flugzeug schon mal nie nehmen. Der Heli ist in Ordnung. Marki, Junge, du bist einfach. Marki ist einfach. Günther Steiners Liebling. Man merkt's. Deswegen kriegt er auch immer die besten Teile. Hm? Stimmt wirklich. Na, ich bin auch für die Smash F-Door zuständig. Das ist einfach frech, ist das hier. Du bist ja hier, was haben sie ihm geschenkt? Den Matze-Spin? Den hier, den Spinner, links. Ja. Ja. Spin this. Also entweder den Heli. Enrico, willst du ein Heli nehmen oder? Nee, machen. Das sah gerade gut aus. Ja, ich hatte gehofft, dass ich noch einen Tick höher komme, dass ich dich mitnehme und du direkt vor dem Baum standst. Alter! Ernsthaft? Bam! Der war geil gemacht. Der war nicht schlecht, Respekt. Wie kannst du denn so schnell? Ja, da hat mir der Minigun auf mich geschossen, dann stand mir noch ein Raketenwerfer. Sven stand hier oben und da ist mit der Minigun zerflattert worden. Da hat man ein neues Gesicht verpasst, aber ohne Rüschen. Jungs, ihr müsst was reißen.
Nee, Max, der war nicht schlecht, der war gut. Vor allem der Markus hat das gar nicht mitgekriegt, dass ich hinter dem stehe. Doch, hab ich. Ich habe ja versucht, mich in einem Baum zu verstecken, aber dann bist du ja schon aus dem Auto rausgeplumpst. Was denn da los hier? Ihr fallt ja wie die Fliegen. Einnehme ich mir doch mit. Der Markus ist noch oben, hä? Ja. Der Max mit seiner scheiß Minigun. Ja, den habe ich jetzt gerade mit runtergenommen. Der ist jetzt erstmal weg, aber der. Naja, mal gucken. Erstmal machen. War zu einfach, ne? Das... Ne, das habe ich nicht behauptet. Alter, hier unter der Plattform geht ja voll die Post ab, ey. Mhm. Überall nur rote Kreise. Auf geht's, Marki. Mal weg. So, und jetzt? Und jetzt? Was? Schieß doch! Marki macht's richtig schlau. Verschwinde von dort oben, Kev! Ah, ja, schaut, dass die den Raketenwerfer ausnehmen. Was macht der? Nö, der nimmt die Leuchtrakete. Jawohl, Junge. Ich hab doch gesagt, verschwinde. Nein, der hat die Waffe gewechselt einfach. Ich hatte den Raketenwerfer ausgewählt und der hat, hat wieder zurück auf die Dings gewechselt. Ja, das heißt, ist wohl ein richtiges Waffe, Comeback. Ne? Aber ich bin heute eh nicht gut drauf. Heute passiert so wahrscheinlich so eine Scheiße. So muss das. Aber Kev, immerhin hast du Max runtergerüllt. Hm. Bringt mir nichts, wenn wir trotzdem verlieren. Kev. Alles gut? Ja, schön. Dann. Wir hatten doch eine Unterhaltung daran. Wollen wir uns doch halten? Ja, ist alles gut. Weiter. Dann kriegst du keinen Geschlechtsverkehr. Christian Steifen. Auf geht's jetzt hier. Der Richard kommt. Der Richard aus HKM kommt jetzt. Alter, Christian. Und holt euch alle darunter. Was ist so? Was stimmt mit dir nicht, Alter? Wir können auch Ramsi Hartmann nennen. Also können wir auch machen. Ich wollte mal Hallo sagen, Sven. Hä? Was hast du getan? Die hat selbstständig Raketenwerfer. Nee, die hat selbstständig Raketenwerfer ausgewählt, die blöde Kuh. Ups, das war der Mann. Nein! Er war gerade abgelenkt. Scheiße. Oh, ja. Oh, und dann bleibe ich an der Scheißkante hängen. Mann. Ich schlafe gerade. Schöne Nacht. Ja, hä? Tja. Ja, gut. Es war Enrico, es war nicht ich. Achso, Enrico, bester Mann. Alles für Günther Steiner. Jawohl, Marki. Daneben. Sehr schlau. Ich schwör, du wirst so. Ohne Witz, ich zahl dir den nächsten Club. Ohne Witz. Der geht auf mich. Wohin bist du also? Aha. Ja, klar. Jawohl, Magdi! Oh! Oh! Also ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber gewinnst du das, gewinnen wir das Game.
Der Günther gibt dir auch eine Gehaltserhöhung. Hä? Ja. Aua. Das ging gerade ganz schön in die Federn. Ey! Beherrschen Sie sich! Was macht er denn? Ja! Ich hab doch angehalten! Ich hab eingehalten! Ja! Drück auf Aussteigen! Dann kippt er wieder Gas und springt aus der Karre! Ich glaub's ja nicht, Alter! So behindert! Alter! Da rast du nicht mehr! Oh. Ups. War da so ein Militärtyp? Ich hab grad gar nicht gemerkt. Uns doch okay, na zuhören, ey. Uns will keiner zuhören. Das ist es doch. Mann, da hupt er noch auf dem Runterweg, ey, herrlich. So nervös. Ich wollte den Rico gerade einen Tipp geben, aber ich bin ja tot. Ja, wir dürfen ja nicht. So nervös. Ich muss doch sagen, die erste Runde war langweilig, die zweite fetzt schon. Ja, ist ein bisschen Spannung drin. Also muss Markus, das vielleicht finde ich das vorne mit den Rampen. Man muss, es funktioniert ja, wie man es das schon jetzt mal gesehen hat. Man muss sich, glaube ich, da nur ein bisschen reinarbeiten. Ja, das meine ich auch nicht. Das mit dem Hoch ist nicht das Problem, sondern du kommst hinten nicht mehr runter. Das heißt, wenn du gegen die Rampe prallst auf der anderen Seite, bist du für die oben ein leichtes Ziel. Das meine ich. Du hast praktisch keinen Durchzug. Nee, weil du vorhin sagtest, die Rampen, du kommst nie bis hoch. Vorhin. Ja. Trotzdem so. Na, eigentlich wissen wir das Ding. Wenn Markus jetzt nicht kein Goldtreffer setzt oder Rico einen blöden Fehler macht, müssen wir es eigentlich gewinnen. No! Sehr schön. So, Rico, genau das wollte ich ja sagen. Wenn er oben ist, einfach mit der Minigun. Hab dich gefühlt. Wir sind einfach so stark zurückgekommen noch. Geht doch noch weiter. Wir haben ja noch eine Runde, glaube ich. So stark zurückgekommen. Das war ja anders. So anders sexy. Nee, das war stark von Enrico, muss ich schon mal sagen. Schlafen, ey. Die Bäume sind aber auch fies da auf der Plattform oben. Die finde ich gerade geil, weil du hast nie direkt die Chance, dagegen zu semmeln. So, dann probieren wir es. Eigentlich hat mir der Heli vorhin Glück gebracht. Der straute mir jetzt nicht ganz.
probiere es jetzt gar nicht. Ich weiß, wie es bei mir ausgeht. Nee, das würde nicht funktionieren. Wahrscheinlich nicht. Beim nächsten Woche. So an sich, die Bäume, das hat schon was, ne? Ja. Oh mein Gott! That was close. Eck, Schmutz. That was closes. Okay. Was ich mich gerade frage? Nein! Oh. Ob man das vom Militär, ob man vom Militär die Waffen einsammeln kann. Das würde mich mal interessieren. Ich werde, du musst das jetzt alleine machen. Wieso? Ja, weil wir bei, weil die Rico nicht weg sind. Ich war oben. Ach. Und dann zieht er die Minigun. Keine Chance gehabt. Wo man doppelt abgeschossen, ihr Schweine! Jetzt kriegt er hier komplett drauf da. Schade. Komm nochmal wieder, Jungs. Du kannst also mehr als einmal, ja? Natürlich. Das fragt doch Sven eigentlich dich immer, oder? Nee, beim Cap weiß ich es ja. Fußball, jawohl, ja. Hui. Irgendwie will Sven nie länger zu Besuch bleiben. Das finde ich schade. Nee, das Sven hat. Nee, der ist schüchtern, weißt du? Jetzt sind da nochmal Schwung hier. Oh, da steht ja eine Fahne. Ja. Das ist doch klar, Sven, immer wenn irgendwas gerade steht und hart ist, da fährst du drauf zu. Boah, da. Oh, hat der eine Sonne. Das wäre sonst das Ende gewesen. Das wäre logisch. Ah, ich. Ja, schauen wir mal, ob das noch hinkriegst in einer Minute. Ja, schaff's nicht mehr. Ja, zumindest nicht mehr beide. Nicht mal einen schaffe ich hier. Oh,
Orkus, hast du das gesehen? Zweite Mal schon wieder. Ja. Ihr habt doch mehr Glück als Verstand. Ja, das macht doch unsere Gruppe hier aus, oder? Alles klar. Ist kein Bait auf mich schießen. Ja, auf jeden Fall zusammen schießen. Ja. Ich will nicht sagen, das Militär trifft mich mehr als ihr, ne? Wo will Sven denn hin? Da ist der eh vorbei, da kann ich noch mal eine Runde drehen. Ich fliege gerade rum. Runter? Ja. Hatten wir das schon mal bei 4 Gewinnrunden? 3-3? Ich glaube schon. Ja, hatten wir auch schon. Ja, und zwar hier, weißt du noch die eine, wo wir draußen in. Ja, am Arsch der Welt waren. Also dein Arsch? Nee, wo die Paletten kaputt gegangen sind, wenn du drauf gelandet bist. Stimmt, ja. Da hatten wir doch auch schon mal unentziehen. Das war wohl eine geile Map, ne? Richtig dicht. Ja, die konntest du aber als Angreifer, hast du keine Chance gehabt auf dieser Map, muss ich sagen. Doch, das ging. Da musstest du schon einen richtigen Treffer landen, damit das als Angreifer, ja. Das meine ich halt. So, dann hoffen wir mal. Pilotenbrille wird aufgezogen. Und jetzt geht's los. Und dann wieder abgestürzt oder was? So, wer wird jetzt wieder gefickt? Sven. Hä? Ach, Christian immer. Steifen oder was? Was? Warum eigentlich immer auf die Kleine? Immer, Alter, ich kenne das eigentlich anders. Normalerweise gibt es da Tittenbonus, oder? Habe ich auch. Fehlt ein Tittenbonus? Naja, was denkst du, warum du bei Kev immer so landest? Das ist Busfahrer. Guck dir nicht böse an. Beim Busfahrer kriegst du immer Tittenbonus. Nicht wirklich, aber. Ah, der Glück hat. Oder jo. Junge, hat der nicht gesessen? Ja, der Pilot ist, ja. Ich geh schlafen. Ja, Max, landest du heute nochmal, oder? Ich hab vorhin zwei. Hallo? Vorhin war richtig gut bei mir. Hallo? Hast du eben aus der Hölle gehabt? Ja, Marki, ne? Alles. Ja. Jo. Das ist das Problem, was ich vorhin meinte. Das ist genau die Scheiße bei der Map. Map ist schuld. Aber wir sind gut zurückgekommen. Wir sind nee, ich meine, du kommst bei den meisten Maps, die wir von dem Modus jetzt hatten, hast du es immer geschafft, dass wenn du drüber geflogen bist, bist du auf der anderen Seite auf der Rampe wieder gelandet. Das geht hier nicht. Ja. Du landest immer in dieser Stegwand und dann bleibt das Auto liegen. Da bist ich du halt meine, die können auch nur zu dritt. Da bist du wie Schildkröte auf dem Rücken. Das ist einfach so. Da ist vorbei. Also Max, dein Freitod gerade war selbst gewählt, ne? Ohne Scheiß. Hä? Meiner, der war einfach optimal. Das war einfach eine. Das war eine Show-Einlage, extra für dich. Das war. Eben. Das war eine 11 von 10. Also soll ich mal sagen? Ich hätte nie gedacht, dass ich den richtigen Winkel erwische, wenn du hochfliegst und nach vorwärts, dass ich dich treffe. Du hast mich richtig am Motor getroffen, ey, da war.